Herzlich willkommen zu meiner Folgenkarte Evolution 2, 3.0. Wir werden jetzt noch die Kühe versorgen, die Mastrinder. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Ich möchte allen danken, die mir reingeschaut haben. Auch mal geliked haben, auch mal ein Abo hinterlassen haben. Danke für da. Ja, schön, freut mich. Aber wieder ein Zuspruch gekommen ist. Ich habe mir so gedacht, ich mache mein Hobby mal zum Spaß. Es bleibt Hobby. Ob da auch mal was mehr wird, ich sag mal heute, das weiß ich heute nicht. Aber ich nehme das so, wie es kommt. Ich denke mal eher nicht. Aber man sollte niemals nie sagen, ne? Ich möchte ja nicht hinterher sagen, oh, hast du ja mal gesagt, und nee, so ist das nicht. Aber es soll in erster Linie Vergnügen sein und Spaß und nicht fürs Geld verdienen. Dafür ist eigentlich nicht ausgelegt. Aber wenn man ein Angebot bekommt, ne, soll man nicht nee sagen, aber aktuell ist das nicht in, ist es noch weit weg. Den lassen wir mal hier stehen. Da. Das sollen hier alles Bullen sein. Na gut. Ich hoffe, dass im LS 21 das ein bisschen anders aussieht. Ja, wir haben genug Wasser. Ups. Ja, bleib draußen. Drin. Drin. So. Kühe sind versorgt. So, was haben wir hier noch Schönes? Ich wollte mal probieren, ob ich Saatgut kaufen kann und Dünger. Für unseren Lager hier vorne. Das ist ja original. Im Wachstum. Das ist ja original. Geht auch nicht auf. Das ist nicht vorgesehen. Nicht so schlimm. Jedenfalls ist hier ein Lager für Saatgut und Dünger. Ist glaube ich egal, ob man es zuerst nimmt. Und das wollte ich mir jetzt voll machen. Und zwar wollte ich jeweils einen Hänger kaufen. Und später die anderen beiden da hinten zu verkaufen. Kalk kann man auch kaufen. Müsste man aber rein theoretisch die Big Bags da raus schieben. Den Trigger, dass sie leer werden. Werden wir tun. Schafft unser Kramer ganz gut schieben. Dann können wir eine Fuhre Kalk kaufen und das hier reintun. Gerade entleert einer. Gehen wir in die Innenansicht, dass wir ein bisschen mehr sehen. Ja, genauso wie der andere. So.
Aber eine Gabel kommt jetzt das hier jetzt nicht. Einer weg. Gibt es eine Anzeige, wo man sehen kann, wie drin ist? Konstant. Kalt, kalt. Irgendwie ausgeschoben kriegen. Eine Gabel, ne? Das war eigentlich auch schießen können. Und da ist ein Punkt, wo er leer wird. Die Gabel wird für Toiletten wäre besser gewesen. Aber gut, haben wir nicht da. Müssen wir den kriegen hier herfahren? Oh. Ja. Das höher halten, dann geht das. Ne, ich wollte die weg haben, damit ich am Ende sagen kann, okay, ah, da kommt die erste kalt auf. Und ich kann es wieder mit kalt runterfahren mit dem Fahrzeug und abladen. Tausend wie viel von Big Back. Auch überhin, ne? Der zuckt so komisch, der hat viel Papier gemacht. Jo, bin nach und nach viel mehr. Aber wir wollten was gucken. Na. Wegen Dünger und Saatgut. Das heißt, sie brauchen diesen LKW.
Den fahren wir erstmal Richtung. Ja, können wir hier so stehen lassen, ne? Tauschen um die Fahrzeuge. Und das auch LKW. Dann brauchen wir die 1000. Ich dachte, wir haben noch einen. Gut. Jetzt versuche ich mal Saatgut zu kaufen und Dünger. Ich habe es noch nicht gemacht. Bin dann nicht sicher, ob es funktioniert und der Kegel. Risiko. Aber probieren und probieren. Zeig mal so, ne? Hätte auch oben lang fahren können. Na gut, okay, jetzt fahren wir hier lang. Macht der Gewohnheit. Unser Sack und so weit ist er, dauert noch eine Weile. Oh, hier ist gefriest. Ja. Hat. Ist abgelenkt. Ah, nee, es war einfach. Ist anstrengend. Ich bin dann gespannt, das ist so viel Gülle, ne? Über 100 Tiere, 250 glaube ich insgesamt jetzt. Mit den Mastbullen. Alte Rase im Ort mit 80 km/h. Wie kann er steht und blitzt. Aber die Kurven sind gefährlich. Schau mal, das Akku und die Dünger wird schon teuer werden. Entschuldigung. Und dann können die Silos weg und dann können wir von da holen. Ja, wenn es ganz klappt, hoffe ich jedenfalls. Nein. Da ist alles Game. Beim Typ hier. Müller, wie er heißt. Früher Sommer. Also Juni. Entweder links oder rechts, mal gucken. Dann müsste ja hier im Menü auftauchen, R oder so. Jetzt nicht. Dann haben wir es auf der anderen Seite vielleicht. Oh ja. Aber wir fahren nochmal kurz zurück. Damit wir gerade fahren können. So, R, Saatgut haben wir hier. Kalk, Dünger. Nehmen wir mal Saatgut. Oh, das wird teuer. Das wird teuer. Das wird teuer. Teuer, teuer. Oh, das Geld rinnt dahin. Müssen wir eine Bäume füllen. Mitten am Sommer Bäume fahren. Oh, nee. Ja, wir müssen jetzt Saatgut kaufen. Nachher in kurzer Zeit, wenn es losgeht mit der Aussaat, müssen alles bereit sein. Ne? Den wir Stroh gepresst haben und Stroh alles eingelagert haben. Um rechts einen Baum, der flackert ein bisschen. So die richtige Entfernung. Oh, 70.000 haben wir hier, das geht. Aber Dünger wird noch mehr kosten, denke ich mal. So, 53.000, das klingt
geht aber noch einigermaßen. So, jetzt kommt das der Spaß mit. Deswegen habe ich auch Kalk angefangen wegzuräumen. Weil den kann man hier auch kaufen. Aber immer Dünger nehmen. So. Dass nichts daneben geht, ne? Falls doch. 13.000 für 10.000, ja. Das können wir uns gar nicht leisten normalerweise. Wie 48 Tonnen haben wir jetzt schon. Und wer packt denn hier so einen Scheiß? Besser aus, ne? So, Dünger, Dünger, Dünger. Trink mal einen Kaffee. So, liebe Zuschauer, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal Tschüss und mir winke. Ciao, ciao. So, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Vielleicht sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Tschüss.